Lukas! Hallo? Ja. Kann ich Ihnen behilflich sein? Was machen Sie hier? Ja, wissen Sie, wo die Jungblut sind? Also, ich weiß nicht, was Anke macht. Das Einzige, was ich Ihnen jetzt noch sagen kann, ist, dass der Lukas mit Gepäck aus der Wohnung gekommen ist. Okay, wann war das? Ja, so, gute Stunde ist es schon her. Okay, so spät. Sie wissen auch nicht, wo Lukas hin ist? Also, er war so eilig, das hat er mir nun nicht gesagt. Also, abgesehen davon, dass wir uns auch nicht so gut kennen, dass er mir sowas sagen würde. Mhm. Würden Sie mir Ihr Handy vielleicht kurz leihen? Bitte? Ich glaube, jetzt reicht's aber. Am besten verlassen Sie jetzt mal hier den Hof. Das haben wir nicht so gerne, dass hier immer die Leute rumlaufen. Der muss am Bahnhof sein. Okay, ja, danke. Ja, bitte. Die Nachbarin war aber unhöflich. Naja, ist jetzt auch egal. Ich laufe jetzt ganz schnell zum Bahnhof, weil wenn Lukas wirklich nach Portugal ist, dann ist das die einzige Möglichkeit. Er kann sich keinen Flug nach Portugal leisten, also ich hoffe, ich kann ihn einholen. Hallo ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet um 17:10 Uhr RTL 2 ein und vergesst nicht fleißig zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.